Nach 1,5 Jahren Umbauzeit ist es jetzt endlich soweit. Die Wasserburg Fischering öffnet wieder ihre Türen für die Besucher. Doch zuvor wurden die neu gestalteten Räume bei einem Pressetermin vorgestellt. Der Anlass war das Museum, was hier in der ersten Etage drin war. Das Münsterlandmuseum war schon einige Jahrzehnte alt und auch schon ein bisschen verstaubt und in die Jahre gekommen. 2 Etagen standen außerdem ungenutzt, leer. Und es kam die Regionale 2016, ein großes Förderprogramm, sodass wir dann die Möglichkeit hatten, hier mal das Ganze neu anzufassen. Nach einem Informationsgespräch fand eine Begehung der neu gestalteten Museumsräume statt, die durch den Einbau eines Aufzuges jetzt alle barrierefrei zugänglich sind. Das war sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich auch die Menschen mit Handicap oder mit Rollator oder mit Kinderwagen die Familien eben auch hier hinein können. Das war bisher nicht der Fall, war so nicht möglich. Und das war ein ganz wichtiger Baustein, aber auch aus Sicht der Vorgaben, die die Fördermittelgeber gestellt haben. Mit Methoden moderner Medientechnik werden die Exponate den Besuchern jetzt noch besser erklärt und verdeutlicht. Zum Beispiel im Raum des berühmten Halsbandes des Lambert von Ohr. Modernste Technik auch im Rittersaal. Beim Betreten des Raumes mit einer barocken Tischinszenierung wird eine Präsentation gestartet, die die Welt des Adels um 1770 auf die Wände projiziert. Kindern wird mit Hilfe eines kostenlos ausleihbaren Tablets das Mittelalter in den Museumsräumen auf spielerische Art und Weise nähergebracht. Zudem sind die Räume im Sockelgeschoss der Burg speziell jungen Besuchern gewidmet. Hier lernen sie spielerisch Burg und Bewohner kennen, sowie die gesamte Burgen- und Schlösserlandschaft des Münsterlandes. Eine weitere Komponente, die ich besonders wichtig finde, ist auch das gesamte museumspädagogische Konzept, dass wir da gerade für Jüngere, für Schulklassen einfach nochmal Angebote schaffen, damit die sich spielerisch auch in die Zeit, die letztlich in dieser Burg wieder lebendig wird, hineinversetzen können und das eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es ist wunderschön geworden, das war mein erster Eindruck, denn es ist ja immer was anderes, wenn man was im Konzept sieht oder auch zwischendurch in einer Baustelle, wo noch nicht so recht so die Brillanz und auch, sage ich mal, die Ausstrahlungskraft so erkennbar wird. Da muss ich wirklich sagen, es ist jetzt, wenn es fertig ist, einfach wunderschön geworden. Rund 9,6 Millionen Euro kostete der Umbau und die Neukonzeption des Museums. Auch Fördermittel aus dem Förderprogramm der Regionale 16 flossen hier ein. Wir haben ja hier dieses Strukturförderprogramm vom Land NRW, Regionale 2016. Da bekommen wir bevorzugt Fördermittel, und zwar aus der Städtebauförderung, vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe und aus der regionalen Kulturförderung des Landes. Zusätzlich zu den Museumsräumen wurde das Obergeschoss der Burg für Bildung und Begegnung, zum Beispiel durch die Volkshochschule, nutzbar gemacht. Durch die neuen Museumsräume erhoffen sich die Verantwortlichen spürbar steigende Besucherzahlen. Zusätzlich soll das Projekt Wasserburgenwelt die Besucher auf die beiden Burgen und die historische Altstadt von Lüdinghausen aufmerksam machen und zu einem Besuch anregen.